Und damit willkommen zu einer neuen Episode Palia mit mir, dem Fred. Und heute ist aber noch wieder Spezialgast Matthias dabei, der jetzt hier schon vor, beziehungsweise er ist eigentlich auf dem... in den Blätterhaufen gehockt. Er hockt auf dem Laubhaufen. Also, komm mal mit hier rüber. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, was es hier denn so gibt. Denn man kann hier durchgucken, durch diese Spalte hier, und dann sieht man eine Brücke und, ja, ich würde schon sagen, es ist ja so ein Steg. Hinten sehe ich auch noch mal so ein bisschen Holz und da sehe ich auch noch einen See. Und ich frage mich die ganze Zeit, was das wohl zu bedeuten hat. Ich meine, warum bauen sie das hier rein? Das ist ja die... nicht der Eingang zu dem Markt oder so, ne? Nee, guck mal, da ist doch Wasser und dann da hinten ist... Ich glaube nicht, dass das ist, oder? Nee. Hängt doch irgendwas... Ja, weil da halt diese roten Dinger an den Bäumen hängen, wie auf dem Markt. Ja, aber guck mal, da ist auch, rechts ist ja auch noch so ein Zaun... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist ja nicht das Einzige, was sie hier eingebaut haben. Ich hätte das schon mal in einem Video gezeigt. Wenn man jetzt hier hochläuft, haben sie ja auch was neu gemacht vor einiger Zeit. Und zwar haben sie jetzt ja hier noch so eine dicke Mine noch hingeschustert. Ich weiß nicht, inwieweit das dann mit Bahari zusammenhängt, weil es ja beim Stadtrand diese Mine auch gibt. Ob es dann irgendwie möglich sein wird, vom Bahari bald... weiß ich nicht, direkt hier hinzureisen oder so. Ich habe keine Ahnung, oder ob es da irgendwie eine Verbindung gibt. Dass du quasi vielleicht von Bahari aus zu deinem Haus laufen kannst auch. Ja, ich habe keine Ahnung, irgendwie solche Möglichkeiten oder so. Keine Ahnung, das ist ja heute sowieso das Thema. Wir wollen einfach mal so ein bisschen reden, was wir uns denn so erhoffen von der Zukunft des Spiels. Das hatten wir schon mal gemacht, ist allerdings schon ein paar Monate her und seitdem hat sich ja auch schon wieder etwas getan. Von daher ist es jetzt, glaube ich, mal wieder ganz gut, das mal nochmal einmal aufzufrischen. Bist du jetzt eigentlich endlich in meiner Gruppe drin? Na gut, dann können wir ja loslegen. So, wir sind wieder da, haben wir jetzt gerade nochmal die technischen Probleme hier beseitigt. Matthias hat auch einfach eine riesige gelbe Krone über sich, weil er ja die Party jetzt hier, die Gruppe erstellt hat. Allerdings ist mir das sonst nie aufgefallen, dass das gab. Das wäre mir neu. Also normalerweise habe ich immer die Gruppe erstellt, aber dir wäre das doch aufgefallen, ja, wenn ich da so eine Krone gehabt hätte, oder? Ja, ich glaube schon. Also gut, Ahnung. Was ich jetzt... Ja? Nicht. Ja, also ich könnte jetzt nicht drauf schwören, weil das halt so Kleinigkeiten sind. Ja, aber du siehst, das würde dir doch auffallen, wenn ich da jedes Mal mit so einer Krone rumlaufe. Ja, vermutlich schon. Also seit letztem Mal hat sich ja wieder einiges getan. Und zwar gibt es ja aktuell noch den Magi-Markt. Und ja, sie haben auch angekündigt, der Entwickler hat angekündigt, dass das Spiel dieses Jahr auch für Steam erscheinen soll, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Nicht nur... weil es dann halt noch eine weitere Plattform ist, sondern weil das vielleicht auch darauf hindeuten könnte, dass sie da in der Zukunft noch weitere Plattformen ansteuern wollen. Ich meine, gut, aktuell PC und für die Switch ist es, ja, sagen wir mal, noch ausbaufähig, das Ganze. Also da gibt es noch ziemlich viele Bugs, es ruckelt noch und so weiter, also da müssen sie auf jeden Fall noch mal dran. Je nachdem, wann halt jetzt auch die Switch 2 irgendwann in der Zukunft mal erscheint, aber das kann ja auch noch ein bisschen dauern. Von daher... muss man da auf jeden Fall etwas gucken. Deswegen jetzt die Frage, zum einen natürlich, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt auf den Magi-Markt oder gehen wir nach Bahari? Ich könnte mal gucken, ob ich die letzte Kiste noch finde. Ja, wobei, okay, lass uns erst nach Bahari. Ich würde sagen, wir gehen erst nach Bahari und dann, wir wollten ja eh noch ein bisschen reden. Hier ist übrigens noch ein bisschen Kupfer. Was ist denn so dein persönlicher Wunsch jetzt für das Spiel? Was fehlt dir jetzt hier noch? Oder wenn es ein Update gibt bei diesem Spiel, was würdest du dir wünschen? Puh, ja. Du bist ja auch quasi fast, du bist ja eigentlich auch durch mit dem Spiel sozusagen, was jetzt die Quests angeht und alles. Ja. Also. Ja, das ist eigentlich schon der Punkt. Eigentlich irgendwelche coolen Quests. Story-Modus weitermachen. Ja, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Im Endeffekt waren das ja bei diesen Quests entweder so einfache Sachen, so laufe dahin. Und du ist fertig, also dass du einfach nur stumpf irgendwo von dem einen zum nächsten läufst und quasi dann eigentlich nichts passiert. Oder es sind halt so Quests wie finde hier da 15 von diesen Eiern und du musst halt googeln, wo die sind, damit du es überhaupt hinkriegst. Das war bei diesem Leuchtturm, diese Quest, wo man dann, also ich weiß nicht, ob das die Sub-Ira Level 4 Freundschaftsquest war, ja, aber doch. Da musstest du dann irgendwas finden und das war halt einfach irgendwo auf der Karte. Ja, es war schon ziemlich tricky, fand ich. Die Quests schwanken halt zwischen, der sagt dir einfach nur, lauf da und dahin und irgendwelche Sachen, die du entweder googeln musst oder halt über ewig lange verteilt einfach aus Zufall jetzt hinkriegen können. Ja, das fand ich zum Beispiel jetzt bei dem Markt so ein bisschen schade. Ich meine, die ganzen Quests, die man da hatte,
Ja. Das war ja im Endeffekt nur, laufe auf dem Markt da und da hin und rede mit dem und dem. Also, da war ja nicht mal irgendwas, ja, wo man mal irgendwie was überlegen musste oder wo man den Markt da mal verlassen hat wegen irgendwas. Also, die Quest fand ich schon eigentlich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Und ja, da so weißt du, was weiß ich, man könnte ja zum Beispiel machen, irgendwie so, also irgendwas, was man halt selber beeinflussen kann. Zum Beispiel auf dem Markt, gewinne ein Hotpot-Spiel nur mit den Fleischkarten. Also, dass du halt versuchen musst, alle Fleischkarten zu sammeln. Irgendwas halt, was eine Aufgabe ist, was du nicht einfach nur stumpf googeln kannst, was aber auch nicht einfach nur irgendwo hin und her gelaufen ist. Ja, quasi. Zum Beispiel. Wenn die dir sagen, okay, versuch jetzt in den Hotpot-Spielen einfach nur mit den Fleischkarten, also du musst alle drei Fleischkarten dreimal haben, damit ein Hotpot-Spiel zu gewinnen. Beispielsweise jetzt einfach, keine Ahnung, oder... Ja... Ich fand es ja zum Beispiel schon mal nicht schlecht, wo die, nicht bekommen. Ich fand das schon mal nicht schlecht bei dieser Leuchtturm-Quest, wo dann gesagt wurde, ja, da war halt irgendein Text und dann musstest du ausgehend von dem Text halt überlegen, wo auf der Karte findest du das. Ich fand das, an einer Stelle fand ich es ein bisschen zu schwierig, aber das ist eigentlich schon so, eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung, wo man selber so ein bisschen überlegen muss, wo finde ich das jetzt, und dann, nachdem man das dann halt überlegt hat, kann man dann gucken, wo man das dann sucht. Sowas wie zum Beispiel, weiß nicht, finde auf der Karte irgendwas oder so, und dann hast du da diesen gelben Bereich. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen langweilig. Dann hast du so, suche in dem Bereich nach, weiß ich nicht, 1000 Hinterlassenschaften oder sowas, und dann gehst du da rein, oder da, wo du in dem Haus von dem Bürgermeister was suchen musstest, du läufst dann da durch. Dann kannst du da bei den ganzen Schubladen und bei den Tischen überall interagieren, aber im Endeffekt ist das ja dann auch nur, dass du da von einem Punkt zum anderen läufst und mal alles durchklickst oder so. Das finde ich dann auch mal ein bisschen langweilig. Was natürlich auch ein Punkt ist, der ziemlich cool wäre, natürlich eine neue Karte, ne? Also, wir haben ja bis jetzt nur zwei Karten. Und ich meine, man kann ja in Zukunft durchaus davon ausgehen, dass das Ganze sich noch irgendwie erweitern wird. Die Frage ist ja nur, wann. Also ich gehe mal davon aus, sie werden jetzt zunächst einmal erstmal gucken, dass sie das mit der Switch mal halbwegs gescheit hinkriegen. Ich meine, selbst auf dem PC gibt es noch einige Bugs, das darf man ja auch nicht verschleiern. Also das Spiel ist ja hier auch noch lange nicht fertig. Bist du überhaupt? Ich habe hier... Ach, hier ist Eisen, genau. Wollte ich hier gerade noch sagen. Ich meine, selbst auf dem PC ist das Spiel ja noch nicht ansatzweise fertig. Also... Hier gibt es ja auch noch einige Sachen. Allerdings, es ist ja auch, glaube ich, immer noch Beta-Status, von daher. Ja, du musst ja nicht zwangsweise eine neue Karte haben. Du könntest ja zum Beispiel einfach bei den Bewohnern halt eine neue Freundschaftsstufe haben. Statt 4 halt 5 oder so. Das ist ja relativ viel Potenzial, dass du das einfach erweiterst. Ja, klar, aber ich meine, die Möglichkeit, eine neue Karte zu machen, ist ja eindeutig da. Also warum sollten sie das nicht machen? Das ist natürlich auch klar. Also wenn, sagen wir mal, wenn du jetzt wieder die neue Freundschaftsstufe hast, dann ist das ja auch wieder nur so eine, ist das ja auch wieder im Endeffekt nur Fließbandarbeit. Ich weiß noch, als wir dann den ganzen Leuten hergelaufen sind, ne, um dann zu gucken, was du denen dann schenkst, ne. Ja. Ich weiß, da haben wir uns teilweise eingeloggt und sind dann den ganzen Abend hier nur im Endeffekt hinter den Leuten hergelaufen und haben denen dann die Geschenke gebracht. Seitdem das jetzt weg ist, kann man ja eigentlich auch hier wieder viel mehr farmen und so. Das gab's vorher eigentlich nicht. Ja, ich meine, klar, oder wo wir die Fische gejagt haben, da musst du halt 100 Jahre lang angeln. Ach, wobei, das fand ich eigentlich ganz lustig. Das sind natürlich dann auch Sachen, wenn du eine neue Karte hättest, hättest du natürlich dann auch höchstwahrscheinlich neue Tiere, neue Pflanzen, neue Insekten, neue Fische dann in dem Sinne, beziehungsweise als Tiere meine ich dann jetzt eher so das Wild. Das fände ich schon ganz cool. Also sie hatten ja in einem Update, wo sie neue Sachen reingebracht haben, hatten sie ja den Grove. Sehr cool auf jeden Fall, das war richtig geil. Und den Mugen, den haben sie ja auch in dem Update reingebracht, ist auch in Ordnung. Teilweise halt ein bisschen komisch, weil du irgendwie an manchen Stellen einfach so gefühlt 1000 Mood-Jeans hast, die da rumlaufen. Also besonders halt irgendwie im Norden der Map von Bahari. Hast halt echt sehr viele Mood-Jeans, die da rumlaufen. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall so die Roadmap sein. Das wird der Plan sein, den der Entwickler halt mit der Zeit verfolgt, das Spiel immer weiter auszuweiten. Wäre ja auch nicht verkehrt. Ich meine, die müssen ja die Spieler auch bei der Laune halten, ne? Ja, das ist es halt. Du musst ja quasi irgendeinen Anreiz haben, um dich immer weiter wieder einzuloggen. Ja, auch das wird natürlich auch, denke ich, immer weiter darauf hinauslaufen, dann, dass du immer mehr Materialien auch hast. Vielleicht kriegt man dann neue Maschinen oder man kriegt neue Erze oder sowas halt. Neue Werkzeuge, irgendwie sowas. Fände ich persönlich nicht schlecht. Und sie versucht hier gerade, das Eisen mit einer Axt abzuhauen.
Ich meine, man kann das ja unendlich weiterspinnen. Es könnte ja sogar irgendwann sein, dass du dir mit Freunden zusammen wirklich ein ganzes Dorf bauen kannst, quasi und so. Das hat übrigens auch jemand geschrieben, ein zweistöckiges Haus als Wunsch. Also, dass man quasi noch so ein zweites Stockwerk hat. Ich kann den Kommentar auch mal einblenden, der war wirklich sehr ausführlich mit sehr vielen Wünschen. Ich blende den mal ein. Ja, also so, ich meine, nein, das meine ich aber nicht. Das, ja, ja, ich klar, weiß, was du meinst. Das ist dein eigenes Grundstück, aber so nach dem Motto, du kannst dir mehr oder weniger einen eigenen Map-Bereich designen und da quasi mit Freunden quasi ein Dorf bauen. Ja, das ist, wäre ja dann quasi, man könnte es ja auch einfach so machen, du hast dann jetzt ja sowieso schon die Gemeinschaft, ich meine, die hat jetzt aktuell noch überhaupt keine Funktionen, außer dass du einen gemeinsamen Chat hast, ja. Aber du könntest ja sagen, dass alle Leute in der Gemeinschaft dann so ein gemeinsames Grundstück haben. Genau. Aber das ja, dann halt nicht einfach nur wie so ein Haushalt, sondern dass jeder dann quasi wie sein eigenes Häuschen quasi hat, aber dass es halt wie ein Dorf ist. Hier ist übrigens ein Flowtree. Da ist ein Flowtree, ja. Und ein Pilz. Der wurde auch schon angeschlagen. Hier steht nämlich jemand. Wo ist denn der Pilz? Da. Ja, hier rechts jetzt. Ja. Ja, das wäre schon ganz cool. Man müsste das natürlich so ein bisschen größer machen als das normale Grundstück, würde ich mal sagen. Mhm. Aber du könntest das hier, oben ist übrigens noch Palium, du könntest es ja dann so machen, dass du das quasi auch darüber vielleicht erreichst, über das Gemeinschaftsfeld, oder da quasi hier, warte mal, ihr könnt ja mal drauf gucken, hier, da, nee, wo ist der? Gemeinschaft. Und diese scheiß Kletteranimation muss besser werden. Hier, wo Gemeinschaft steht, wo ich einfach irgendwas mal eingetragen habe, die zwei lustigen drei, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich da eintragen muss, das ist ja schon ein bisschen her. Wir sind da auch halt nur zu zweit in der Gemeinschaft und ich hatte jetzt auch nicht vor, irgendwie, keine Ahnung, ich hatte jetzt, unser Saphir, ich hatte nicht vor, da jetzt noch irgendwas zu machen, bevor da nicht, mal weitere Funktionen dann reinkommen, ne, also... Was natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre, wie so Art Quests für die Gemeinschaft. Oh, scheiße. Das war. Blumi von Holzhausen. Das wäre ja zum Beispiel cool, wenn du solche Sachen hättest, dass du da irgendwie was. Du musst Sachen jagen oder musst Sachen sammeln oder so, dass du da gemeinschaftlich irgendwelche Sachen beitragen musst oder so. Dass man irgendwie. Ja, wie bei so einem Grove halt zusammenarbeiten muss. Und dass man zusammenarbeiten muss und dass man da zusammen quasi die Sachen machen muss für die Gemeinschaft. Dass das halt auch wirklich einen Sinn hat. Und nicht einfach nur so einen gemeinsamen Chat. Hier ist ein weißer. Ein weißen was? Hier, da. So, 3, 2, 1, jetzt. Ha, die hab ich nochmal erwischt. Ja, mehr solcher Tiere natürlich auch. Wäre natürlich auch geil, ne? Ja, die sollten sich einfach, vor allem wäre es besser, wenn die sich mal lohnen würden. Ja, das Beste wäre, wenn man sich in dieses Spiel einloggt und egal wie weit man ist, dass man halt immer irgendwas zu tun hat. Ja. Ich meine, wir haben jetzt auch immer was zu tun, aber das sind eigentlich alles Sachen. Oh, ja, warte, das sind alles eigentlich alles Sachen, wo man nicht direkt, nicht direkt ach, was komm, machen muss. Ich müsste das. Jetzt. Ja. Warte, ja, ich habe ja, hab ihn schon. Ja. Ja, ich habe ihn eh schon. Ich hab ihn eh schon angeschossen. Dass man sich halt einloggt und hat immer irgendwas zu tun, dass man ja, so verschiedene Maps hat zum Erkunden, das wäre auf jeden Fall cool. Und desto mehr natürlich du hast an Maps, an Materialien, an Tieren und so weiter, ja, desto mehr hast du natürlich dann auch generell zu tun, egal wie weit du bist. Ja, keine Ahnung, der Typ hat das jetzt verjagt. Ah doch, da ist er doch. Ja, jetzt hast du ihn verjagt. Ja, lass ihn jetzt laufen. Du hast ihn schon geholt. Ja, hier müsste echt mehr rauskommen aus diesem ja, weißen Hirsch. Ja, guck mal, hier kommt 7 Haut raus und 3 Fleisch. Das lohnt sich da vorne und hinten nicht. Kann ich auch normal was ist denn jetzt hier eigentlich mit dem? Was ist denn jetzt eigentlich hier mit dem Flowtree? Ja, lass den abhauen. Ja, man braucht halt die Leute, also im Endeffekt, die müssen halt die Leute bei der Stange halten. Ich meine, man hat ja schon den Anreiz, sich einmal am Tag einzuloggen, zumindest irgendwie wegen dem Garten, um den zu gießen und so. Ja, wir gehen jetzt mal Richtung Stadtrand. So, da haben sie ja diese Mine reingeschustert und es gibt ja daneben auch auf jeden Fall noch dieses große goldene Tor, das ja auf den Tempel hindeutet. Also wir haben bisher 3 Tempel gehabt und haben auch Leute in die Kommentare geschrieben, dass der Tempel, der jetzt noch fehlt, ist der Erdtempel. So, und das ist auch auf dem, das ist über der Tür zu sehen, die wir ja auch hier bei den Ruinen haben. Aber da gucken wir dann gleich noch drauf. Sind wir gerade mal hier oben. So. Ich meine, warum bauen sie das hier rein?
Ich meine, ich kenne es von anderen Entwicklern. Guck mal, aber das ist doch genau der Durchgang eigentlich zu deinem Haus, oder nicht? Ja, ich denke schon, aber die Sache ist ja, wie gesagt, was hat es zu bedeuten, ne? Ja, aber das ist doch eigentlich macht es doch Sinn, dass du hierdurch dann auf dein Grundstück gehen kannst. Ja, wäre nicht schlecht. Die Sache ist dann, was ist dann mit diesem anderen, was wir gesehen hatten, wo man so einen Teich gesehen hat? Das kann ja hier schon mal nicht sein. Ja, aber das ist dann vielleicht eine dritte neue Map oder so. Es wäre gut. Es wäre gut. Bahari City, ich habe ja mal in einem Video drüber gesprochen. Ich habe es ja auch gegoogelt. In dem Palia-Wiki steht einiges drin und einige NPCs bzw. einige Dorfbewohner haben das erwähnt. Zum Beispiel, ich glaube, die Layla und Badru kommen, glaube ich, ursprünglich aus Bahari City und das ist ein überfüllter Ort, wo viele Geschäfte gemacht werden und sowas alles. Ja, muss man sehen. Also, es wäre auf jeden Fall cool. Die können ja hier so richtig. Also wenn man jetzt mal richtig weit rumspinnt, können die hier ja alles Mögliche einbauen. Du könntest ein PvP-Event einbauen, so eine... Nee, das machen die nicht. Ja, aber glaub ich es nicht. Geht ja nur jetzt ums Rumspinnen, ich glaube, was ginge. Ja, aber ich so eine Art Hunger-Games, das dass du quasi auf der Map spawnst und du hast jetzt, sag ich mal, dann nur Bahari und du wirst gespawnt ohne irgendwas und kannst dir halt einen Bogen einsammeln oder vielleicht so eine Axt. Das machen die nicht. Das ist. Ihr müsst doch irgendwo in der Grove sein. Hier, das meine ich übrigens. Also, das ist glaube ich, ausgeschlossen. Das haben sie auch, glaube ich, mal geschrieben. Hier, da, ne? Das ist. Ja. Müsste dann, das, denke ich mal, auch dazugehören. Das ist. Was ist denn das da oben? Das ist die Frage. Es leuchtet grün. Ja. Also, alles so Hinweise, das machen ja Entwickler auch schon mal gerne, dass, ja, da schon mal Hinweise in das Spiel eingefügt werden, und, um dann quasi aufgelöst zu werden. Aber das Ding ist von Anfang an schon da. Also, das. Ja, klar, das ist schon von Anfang an da, aber der letzte Tempel, der ins Spiel kam, der war ja auch schon da. Der war ja auch schon von Anfang an da und der wurde auch erst hinterher hat er sich ja quasi geöffnet. So noch zum Beispiel, dieser Tempel mit den Eiern, der war super. Ja. Der hat richtig Spaß gemacht. Ich meine es jetzt natürlich auch, wenn du schon alles durch hast und ja, du hast dann nur noch diesen Tempel, klar, dann spielst du den auch an einem Abend durch, aber. Sowas fand ich zum Beispiel cool, da denke ich mal, darauf wird es auf jeden Fall auch hinauslaufen, dass es noch viel mehr von diesen Tempeln gibt. Zumindest jetzt erstmal noch den vierten, ne? Der fehlt ja auch noch, dass man da dann auch wieder Sachen beitragen muss. Ja gut, ich meine im Endeffekt. Der Grove ist wieder. Nein, der Grove ist wieder am Anfang von der Festung. Oh. Ärgerlich. Im Endeffekt, ist eh ein One-Hit-Bomb, ja, komm. Ich sag mal, gut, die könnten ja. Aus dem Ding hier alleine schon ein halbes Fortnite machen, wenn die so eine PvP-Sache einbauen würden. Machen sie nicht. Es wird nicht passieren. Es wird das Spiel wird kein. Das ist halt, es ist ein cozy Game. Das darf man bei allem nicht. Bei allem, was sonst noch ist, darf man das nicht vergessen. Ne? Das ist ein cozy Game, das wird kein PvP haben. PvE gibt's ja schon. Klar, das kann man natürlich noch ausweiten. Aber ob dann irgendwie es so weit kommt, dass hier irgendwelche Monster eingefügt werden oder so, weiß ich nicht. Ja, oder du könntest ja auch alles, solche Sachen haben. Muss ja alles zum Spiel passen, ne? Ja, klar. Es ging ja jetzt nur drum, was, wenn man mal rumspinnt, was alles möglich wäre. Oder wie bei GTA, ja. Solche Runden, wo du dich irgendwie gegen irgendwas verteidigen musst. Ja, das sind aber alles Sachen, die eigentlich meiner Meinung nach komplett ausgeschlossen sind. Denn es hat ja dann nichts mehr mit einem. Das hat ja dann wirklich gar nichts mehr mit so einem Cozy Game zu tun. Ja, wie gesagt, es ging ja also, nur um Spinnerei, wie die Leute dabei halten. Also du würdest aber neuen Karten wärst du aber auch nicht abgeneigt gegen. Nein, natürlich nicht. Aber ich denke mir halt so, irgendwelche Mini-Ingame-Spiele sind halt immer gut dafür, um. Scheiße, genau. Ja, das ist natürlich auch noch ein Punkt. Wir haben ja jetzt bei dem Markt haben wir ja jetzt Hotpot. Dann haben wir ja noch dieses, ich glaube, Heavy Metal Chopper heißt, glaube ich, der Automat, ja. Ne? Das sind halt auch alles so Sachen, die kann man ja auch noch mit einbauen. Ein Parcours haben wir ja, eine Parcours-Map haben wir ja auch. Also es gibt da schon so ein paar Sachen. Gerade mit so einem Ingame-Kram, also so Spiel im Spiel quasi, hältst du die Leute irgendwie dabei, wenn sie sich damit befassen können. Ja, so ein paar Minispiele. Ich meine, das Hotpot ist jetzt natürlich auf Dauer auch langweilig, das kann man mal ab und zu spielen. Ja. Ich meine, der Markt ist ja sowieso jetzt nicht ewig da. Oder sowas wie diese Chopperjagd zum Beispiel. Das könnte man eigentlich noch ausbauen für, ja, quasi für später, dass man das irgendwie noch hier richtig hat in der Welt. Sind ja, wir oder du machst es halt generell so, wer an.
du machst halt irgendwie, wer zwischen 17 und 18 Uhr die meisten das und das fängt oder die meisten Steine farmt oder irgendwas. Du kannst da so verschiedene Challenges quasi einbauen. Ja, und das wäre ja auch dann sowas zum Beispiel wie bei so einer Gemeinschaft, dass du dann da hast, also so wie du das gesagt hast, du hast nochmal ein extra Grundstück, da baust du mit deinen Leuten was drauf. So, du musst natürlich, und die Materialien könntest du dann zum Beispiel ja nicht kaufen, sondern da müssen die Leute dir dann beitragen. Dass du sagst, da müssen die Leute Steine beitragen und Holz beitragen oder vielleicht für bestimmte Sachen dieses vom Flowtree ja, beitragen oder Palium. Was diese Dekos angeht. So nach dem Motto, was weiß ich, jetzt ist von 18 bis 19 Uhr ist Dekostunde, wenn du es schaffst, mit deiner Gemeinschaft in einer Stunde, was weiß ich, 1000 Holz zu sammeln, kriegst du halt eine... Du meinst jetzt Ingame? Ingame-Stunde? Ingame. Nein. Ja, oder zwischen 18 und 19 Uhr quasi jetzt. Normale Uhrzeit. Ach so. Ja, ich finde es ja schon nicht schlecht, dass sie das jetzt so machen hier im Spiel mit den Zeiten. Also zum Beispiel 12 Uhr nachts ist der Grove und weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, dass so, oder dann ist der Untergrund ist dann nachts oder du hast dann den Markt jetzt um 6 Uhr abends bis 3 Uhr nachts, solche Sachen halt, ne? Dass es halt so ein paar Sachen sind, oder jeden Morgen um 6 Uhr musst du dann gießen, zweimal am Tag wird eine Versandkiste abgeholt und so weiter. Oder du hast dann bestimmte Tiere, die nur an bestimmten Orten spawnen oder zu bestimmten Zeiten spawnen oder sowas. Ja, oder das die ist dann ja davon generell. Kannst. Oder du sagst halt, das finde ich schon ganz cool. Was weiß ich, du machst das dein Gemeinschaftsdorf und wenn du 50.000 Steine beigetragen hast, kriegst du halt eine Skulptur für die Mitte vom Dorf oder sowas. Oh ja, apropos, das fällt mir ein, diese Statuen, beziehungsweise diese Deko-Sachen, die du kriegst, wenn du Level 25 und Level 50 hast, ne? Die teilweise schon so ein bisschen enttäuschend sind, weil die halt total klein sind, diese Trophäen. Neue Berufe. Warum nicht, ne? Neue Berufe fände ich auch nicht schlecht. Ich hab's schon mal gezeigt. Wir haben ja aktuell hier 8 Stück. Beziehungsweise Berufe ja nicht in dem Sinne. Tätigkeiten kann man es vielleicht eher nennen. Von Angeln hier bis Tischlern hat man verschiedene Sachen. Und das wäre ja im Endeffekt so auch ein bisschen in die Richtung, wo du das eingeschlagen hattest, dass du dann vielleicht ein paar neue Dorfbewohner noch ins Spiel reinbringst. Und die haben dann natürlich auch wieder ihre eigenen Berufe. Und damit kannst du dann auch wieder was machen, ne? Ich meine, wir hatten zuletzt Sub-Ira als neue Bewohnerin, die hat aber nicht mal ein eigenes Haus gekriegt. Die wohnt ja immer noch in diesem Gasthaus. Ja, aber zum Beispiel, was hier jetzt noch prädestiniert wäre, wäre ja so ein bisschen so Richtung... Irgendwie ein Druide oder so ein Kram, so. Ja, aber ist das Tamala Alchemie nicht schon? Ja, aber die. Ist das? Ja. Aber du. Die macht ja. Du kriegst ja von der trotzdem nichts irgendwie in irgendwelche Richtungen mit Zauberei oder so. Aber vielleicht. Dass du wirklich jemanden hast, wenn. Was weiß ich, wenn du dem jetzt 50 Palium bringst, dann hast du für deinen Bogen eine Verzauberung oder so, dass du halt irgendwie mehr Schaden machst oder irgendwie solche Sachen halt. Ja, ist auf jeden Fall viel möglich und auch, denke ich mal, wird in der Zukunft noch viel kommen. Ich würde aber mal sagen, wir beenden das jetzt mal an dieser Stelle, weil sonst irgendwie wird das Video ewig und 3 Tage dauern. Ja, wie gesagt, ultra lange. Kann man ja dann auch noch in der nächsten Folge, wenn es dann da einige Kommentare geben sollte von den Leuten, also was ihr euch dann wünscht, kann man ja dann da auch noch drauf eingehen. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in einer neuen Episode wieder. Schaltet wieder ein. Und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und bis zum nächsten Mal. Willst du noch was sagen? Auf Wiedersehen. Tschüss.